Vor der Ziege? Ja, vor der Ziege. Grüßen Sie, mein Name ist Ina Papas und ich melde mich von der Firma Solidstock. Sie haben, ich Was, Birkenstock? Sie haben jetzt die mit den Schuhen? Solidstock. Solidstock, Sie haben gerade eine Anmeldung gemacht bei unserer Online-Plattform, ja? Plattform oder Hochform? Ja, Online-Handel-Plattform. Sind Sie online bei unserer online Ja, ich bin gerade online, das ist richtig. Ja, richtig. Ja, Herr, aber was schauen Sie vor sich? Ha, wie bitte? Was schauen Sie vor sich jetzt? Können Sie mal den Schwanz aus dem Mund nehmen? Ich kann Sie überhaupt nicht verstehen. Aber ein Moment bitte. Ich habe Ihnen jetzt eine E-Mail senden, ja? Was möchten Sie bitte? Ich werde Ihnen eine E-Mail senden. Ist da jemand bei Ihnen, der Deutsch sprechen kann? Ja. Gib mir den mal. Okay. Es ist ja unglaublich. Gehen Sie bitte auf Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe gesagt, ich würde gern mit jemandem sprechen, der richtig Deutsch kann. Oder ist das nicht möglich bei Ihnen? Hallo? Hallo? Hallo, grüßen Sie. Ich spreche gerade mit Herr Vorderziege. Ja, hier ist der Ziegenbock. Wer ist da bitte? Red Gepard ist am Apparat. Wer bitte? Ich rufe Ihnen von der Firma. Red Gepard. Wie schreibt man das? Okay, schreiben Sie es. Ja. Red Gepard, Herr, ja? Können Sie das buchstabieren? R wie Richard. Richard. E wie Emily. Emil, ja. T wie Theodor. Ja. G. Ja. E. Ha, wie bitte? E. E wie Emily. Ja. P wie Petra. Petra, das ist ein gutes Wunder, ja. E wie Emily, nochmal. Ja. R wie Richard. Ja. T wie Theodor, das ist mein Name. Ist das der Vor- oder Nachname? Vor- und Nachname. Vordername und Nachname. Aber Sie haben mir jetzt ja nur einen Namen gegeben. Nein, Red Gepard. Red ist mein Name. Wo kommt denn der Name Gepard her? Das ist ja ein sehr außergewöhnlicher Name. Also mein Name ist ein Zusammenbuchstaben von meiner Vater, Mutter und meiner Schwester. Ja, wo kommt das her ursprünglich? Das ist sehr interessant, der Name. Also meine Vater kommt aus Polen. Aus Polen? Meine Mutter ist, ja, und meine Mutter kommt aus Deutschland. Ah, ich verstehe. Aus Berlin, ja. Das ist ja sehr interessant. Und was kann ich jetzt für Sie tun? Also Herr, der Grund, weil ich Ihnen angerufen habe, weil Sie haben jetzt gerade eine Anmeldung bei uns hinterlassen. Wegen Bitcoin. Wie kann man Geld verdienen, verstehen Sie? Ich habe Ihnen einen schönen Haufen hinterlassen, das ist richtig. Super, und jetzt, ich bin Ihre Ansprechpartnerin. Oh. Und meine Aufgabe ist Ihnen zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Ah, Sie gehören okay, zu Herr? Den Guten, das ist sehr gut. Okay, super. Also Herr, können Sie mir sagen, wie haben Sie denn Anmeldung gemacht? Durch ein Handy oder durch einen Computer? Also im Prinzip hat das mein trainierter Hausaffe für mich getippt. Wie bitte? Ha, wie bitte? Wie haben Sie denn eine Meldung gemacht, habe ich gefragt. Ja, und ich habe Ihnen durch gesagt, das hat mein dressierter Hausaffe hat das eingetippt für mich. Ach so. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, online zu gehen? Ja. Durch einen Computer oder durch ein Handy? Ja. Okay, super. Yes, Herr.
Ich werde Ihnen ein E-Mail schicken, okay? E-Mail? E-Mail. Ja. Okay. Gehen Sie ganz kurz auf Ihre E-Mail-Adresse. Auf welche denn? Auf diese E-Mail-Adresse. Ich habe mehr. Vorderziege@gmail.com. Soll ich da drauf gucken? Ja, gucken Sie drauf, bitte. Ja, einen Moment, bitte. Okay, nehmen Sie Ihre Zeit. Was soll ich machen? Tabletten? Schauen Sie dort ein E-Mail von Ina Papas. Vom Papa? Nee, der ist schon lange tot. Ina Papas. Ina Papas. Pampas? Ina Papas. Den E-Mail ja, ist von Ina Papas. Aber ich dachte, Sie heißen irgendwie anders. Ja, aber ich habe den E-Mail von meinen Kollegen geschickt, ja? Ja, aber wo kommt die eigentlich? Wo ist das Büro bei Ihnen? Wie bitte? Wo das Büro ist von Ihnen? Unsere Hauptsitz ist in London. Und wo sind Sie? Ich bin momentan in Berlin. Wir haben andere Filialen in Berlin, in Berlin? Frankfurt am Main, in der Schweiz und in Österreich, ja? Wo kommen Sie denn her aus Berlin? In welchem Stadtteil? Ich habe da also mal gewohnt. Also das kann ich nicht sagen momentan. Warum nicht? Weil wegen die Corona... Wegen Corona dürfen Sie mir nicht sagen, in welchem Stadtteil Sie Firma haben? Nein, nein. Wegen die Corona momentan, wir arbeiten in Hause, ja? Ja, das ist ja in Ordnung, aber Sie können mir doch trotzdem sagen, in welchem Stadtteil sich da das Büro befindet. Okay, warten Sie ganz kurz, ich werde es sagen. Ja. Moment. Das gibt's ja nicht. Moment, bitte? Ja, müssen Sie da erst nachfragen? Ja, ich muss mit meiner Finanzberaterin reden. Ja. Wenn ich das sagen oder nicht. Okay? Warten ja, ich hätte gleich noch eine Frage. Können Sie gleich noch was aufschreiben? Okay. Ich würde, wenn das die Finanzfrau ist, ich würde gern fragen, ob man bei Ihnen dann Hodenkobold kaufen kann. Was möchten Sie kaufen? Naja, dieses Handelsteil, das nennt sich Hodenkobold. Können Sie das einmal aufschreiben? Soll ich buchstabieren? Also, Herr. Ja? Unsere Büro in Berlin. Ja. Ist in Alexanderstraße 7. Ja, was das für ein Stadtteil? Ich habe doch nicht nach der Straße gefragt. Berlin! Ja, aber welcher Stadtteil? In Berlin leben Millionen Menschen und da gibt's mehrere Stadtteile. Daran scheitert's jetzt wieder, nicht wahr? Also, Herr. Ja? Ich darf nicht alle die Informationen sagen, ja? Ja, Sie können mir die Straße und die Hausnummer können Sie mir sagen, aber nicht den Stadtteil. Alexanderplatz. Ja, Alexanderplatz. Hören Sie auf, so zu schreien, Sie ungehobelter Flegel. Nein, ich schreie nicht, ja? Ja. Kommt also, mir schon so vor, Sie haben eine schlechte Erziehung. Ich hab Ihnen für etwas anderes angerufen, ja? Ja, und ich bin der Kunde und ich will was wissen, dann haben Sie zu antworten. Ja, natürlich, natürlich. Knie nieder vor deinem Gott. Aber darf ich fragen, wo Sie wohnen? Ich wohne in Hamburg. Hamburg? Ja, was wollen Sie noch wissen? Super. Also, morgens ist er kürzer als abends. Wenn Sie das auch interessiert. Kann ich mal mit dem also, Chef reden? Also, nein. Warum? Nein, ich rede nicht mit meinem Chef, nee, ja? Ich will mit dem Chef reden. Sie wollen mit dem Chef reden? Ja. Aber mein Chef ist sehr beschäftigt jetzt. Ja, das ist mir ja egal. Ich möchte ja mit jemandem Kompetentem sprechen. Egal. Kompetenten. Der Kunde möchten hat Sie immer mit recht. Jemand Kompetenten sprechen? Ja. Okay, warten Sie ganz kurz, ich werde mit meinem Chef
verbinden, okay? Ja, das ist sehr freundlich von Ihnen. Danke. Okay. Hallo, guten Tag. Guten Tag, wer ist da bitte? Spreche ich gerade mit Hans-Joachim? Nein, mit Herr Vorderziege sprechen Sie, wir sind nicht per Du. Vorderziege, okay. Ja. Tut mir leid. Also, mein Name ist Marco Pasolini, Fernverrater von der Firma Solid Stocks. Birkenstock? Solid Stocks. Ja. Ja, also, Herr Vorderziege, Sie haben bei uns Ziege. Eine Anmeldung hinterlassen. Es heißt Ziege. Vorderziege, okay. Ja, ich bin kein Vorzeiger. Okay. Herr Vorderziege, Sie haben bei uns eine Anmeldung hinterlassen, ja? Ja, ja. Ja. Richtig dicken Haufen. Und, ja, richtig. Also ich wollte Ihnen einfach nur meine Hilfe anbieten, damit Sie Ihre Konto aktivieren können. Verstehen Sie? Ja. Damit Sie auch keine Schwierigkeiten haben, um den Konto zu aktivieren. Das ist gut. Sie sind in Berlin, sagte die Frau. Richtig. Also unser Hauptsitz ist ganz genau in Frankfurt am Main. Ja, wo denn jetzt? Aber Sie persönlich, real physisch, halten Sie sich in Berlin auf, ja? Ja. In welchem Stadtteil denn? Wie bitte? In welchem Stadtteil? Alexanderstraße. Nee, Stadtteil, nicht Straße. Was meinen Sie mit Stadtteil? Ja, welchem Teil von der Stadt? Kreuzberg, Wedding, Mariendorf, Tempelhof. Alexanderstraße. Ich weiß aber nicht, in welchem Stadtteil das liegt. Ist das Norden oder Westen oder ist das Ost-Berlin? Das ist in den Norden, aber Herr Vorderzeiger. Ja, das wollte ich doch nur wissen. Vielen Dank. Ja, Herr Vorderzeiger. Ziege. Herr Vorderzeige. Das heißt Herr Ziege, Ziege, ja, entschuldigen Sie mich. Nochmal. Entschuldigen Sie mich. Ja. Entschuldigen Sie mich. Brack. Ja. Also. Ja. Herr Vorderzeige. Ziege. Haben Sie denn eine Meldung durch ein Handy oder durch einen Rechner hinterlassen? Durch was bitte? Durch Handy oder Rechner? Was für Computer. Eine Rechnung? Rechner, Computer. Ja, Computer, nicht wahr? Okay, mit Computer. Sitzen Sie gerade vor dem Computer? Also wie ja, eigentlich können Sie mir sagen, ich sitze jetzt gerade auf dem Locus eigentlich. Soll ich zum Computer ja. hingehen? Ja, gehen Sie auf dem Computer. Muss ich mich beeilen oder kann ich noch abputzen vorher? Vorderziege. Ja? Also ich rede mit Ihnen also wie ein normales Mensch. Ich mache Ihnen keine Verarschung oder so. Das habe ich auch nicht Verstehen behauptet, Sie? Oder was? Ja. Weil Sie reden so, als Sie mich mit mir jetzt verarschen möchten. Na, ich bin ein lustiger also, Mensch. Ich kann also auch weinen, wenn Sie das mögen. Zeigen Sie bitte Respekt, bitte, ja? Ja, also Respekt kriegt der, der ihn verdient, nicht wahr? Ja. So ist das. Sie haben den Anmeldung gelassen, Herr Vorderziege, ja, und ja. Es ist meine Arbeit, Ihnen zu rufen und Ihnen weiterzuhelfen. Verstehen ja, Sie? Ja, dann tun Sie das ich bitte. Ich rufe Ihnen nicht, weil ich das möchte, Herr Vorderziege. Verstehen Sie? Ha, ja, natürlich ja. schon. Ich möchte Ihnen also nur, weil ich möchte Ihnen einfach nur meine Hilfe anbieten, damit Sie auch keine Schwierigkeiten haben, um den Konto zu aktivieren. Ja, was kannst du da denn für Schwierigkeiten geben? Schwierigkeiten, ich kann Ihnen zeigen, ja, dann. Wieso haben Sie bis jetzt Ihr Konto nicht aktiviert? Ah, ich bin da Können zu Sie blöd, mir das sagen? Ich bin da zu blöde für, ich habe das nicht zu verstanden. Blöd? Sie haben das nicht verstanden, aber Sie haben doch verstanden, um eine Anmeldung zu hinterlassen. Ja, das ist ja? auch einfacher, als sich das alles anzugucken. Ist einfacher. Weil also, da ist ja auch einfacher ganz ist das einzumelden, aber einfacher ist das nicht. Lassen Sie mich gefälligst mal ausreden, Sie ungehobelter Pfleger. Ja. Ja. Wo haben Sie denn Ihre Erziehung genossen? Am Kaugummiautomat? Ja. Ja, möchten Sie ein bisschen auch? Was möchte ich haben? Erziehung? Ne, da habe ich mehr als genug von. Da könnte ich Ihnen noch was abgeben. Nein, ich brauche nicht. Dankeschön. Ja gut, dann lassen Sie mich jetzt ausreden. Ja. Ja, ja jetzt dürfen Sie sprechen. Bitte. Ja. Ja, ich warte. Danke mir. Was denn? Was wollten Sie mir sagen? Sie wollten ausreden. Nee, ich wollte Sie nur, dass Sie mich aussprechen lassen. Ich bin jetzt aber fertig, nicht wahr? Okay, Herr Vorderziege. Wo kommen Sie denn her, sagen Sie mal? Also muttersprachlich? Also ich komme aus Italien. Italien, oh, das ist ein schönes ja. Land. Ja. Waren Sie mal schon mal in Italien? Ja, ich bin vor Corona bin ich auf Sizilien gewesen. In Sizilien, ach so. Ja. Das ist aber gut. Ja, kennen Sie Catania?
Ja, ich komme aus Roma. Aus Rom, ah, sehr gut. Ja. Sehr gut, es ist ein schönes Land, nicht wahr? Ja. Und wie sind Sie nach Deutschland Ich, gekommen? Wie kam Roma, ich, das? also, mein Vater ist also in Deutschland, also in 1998 in Deutschland Ah, ist das gekommen. der berühmte Erfinder der Zeitmaschine? Da habe ich ja, das finde ich gut. Ja. Und da hat er sie nachgeholt, im Prinzip aus der Ja, richtig. Zukunft. Das ist ja Ja. großartig. Ich habe schon einen tollen Titel für die Aufnahme. Das heißt dann, sagen wir, Zeitreisen mit dem Callcenter. Ja. Und gefällt's Ihnen in Deutschland und in unserer Zeit, oder? Also ja, vor der Ziege, also ich wohne in Deutschland, also nicht vor einem Jahr oder so. Ich bin also fast 20 Jahre in Deutschland. 20 Jahre? Ja. Das ist ordentlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie gerade mal 20 Jahre alt sind. Ich? Ja. Nein. Wie alt sind Sie denn, wenn Sie ich sehen Sie fragen aus, Herr darf? Vollzieger. Also von Ihrer Stimme kann man hören, dass Sie mindestens also 35 oder 40 Jahre alt sind. Ich bin 71, junger Mann. Ich bin ganz alter Sack. 71? Ja. Oh mein Gott, ich dachte, Sie sind mindestens 40. Ah, Sie sehen vielen sehr jung Dank aus. für das Kompliment. Ja. Ich sehe jung aus. Haben Sie ein Bild von mir? Nein, nicht Bild von. Also von Ihrer Stimme kann man merken, so wie als Sie ein bisschen jünger sind. Nicht so Es ist ja alt. sehr freundlich von Ihnen, danke. Ja. Wenn ich nur mal noch so jung wäre, Ja. da würde ich mir in Woher Italien die kommen Sie, wenn ganze ich Ihnen Z fragen darf? Na, ich komme aus Hamburg. Aus Hamburg. Ja. Also. Waren Sie schon mal in Hamburg? Hamburg, ja, war ich. Ja, Reeperbahn oder? Ne, also ich war nur, also nur in, da in der Nähe von Hauptbahnhof. Hab ich ein bisschen Shopping gemacht und so und dann bin ich Ah. weg. Ja, also die Innenstadt ist ja auch zu gefährlich, nicht wahr? Ja. Ne, also weil es ist auch jetzt mit der Corona-Zeit, also mit der Quarantäne und so, und kann man auch nicht viel bewegen. Mit der Verstehen Sie? Kantine? Quarantäne. Ach so, ja. Wie ist das denn Ja. in Berlin? Ich höre da so viele Leute bei Ihnen. Haben Sie gar kein Also, Homeoffice? Vorzeige. Wir sind Ziege! hier in. Herr Ziege, ja, Herr Ziege. Wir sind hier also in Online-Trading, verstehen Sie? Hier gibt es viele Mitarbeiter von verschiedenen, weil wir arbeiten international in ganz Europa, verstehen Sie? Ja, aber da muss man ja trotzdem auf den Also, Gesundheitsschutz der Menschen achten. wir haben Filiale auch in Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, überall. Ja. In den ganzen Europa, Und Sie verstehen Sie? Und sind wir haben auch das. Abteilung die Sie auch also Englisch sprechen, Ja, Türkisch, Spanisch, und Sie verstehen sind Sie? der Chef davon? Also ich bin der Finanzberater. Ich habe auch Liquiditätsgeber. Ah, Sie sind der Finanzberater? Das ist Ja, wir haben großartig, auch eine weil Liquiditätsgeber. Sie Ja. haben was bitte Liquidität? Liquiditätsgeber. Was heißt das? Was heißt ein Liquiditätsgeber? Also Ja. mein Chef. Ach so. Es gibt Chef und Chef, verstehen Sie? Der Also, Don. Herr Vorderzieger. Ja. Ja, Herr dann würde ich ja im Vorderzieger. Prinzip, wenn Kann Sie ich. da der Finanzmensch sind, ich würde ja Ja. gern Dogecoin kaufen. Dogecoin? Dogecoin, ja. Ja. Möchten Sie das kaufen? Haben Sie sowas auch? Ja. Was kostet denn Sie können das? bei uns. Sie können also bei uns Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Nee, Bitcash. ich wollte ja Dogecoin, weil die sagen wir ein bisschen Nur Dogecoin günstiger möchten Sie sind. haben? Ja, hauptsächlich, Die nicht sind wahr? günstiger. Also auch mit einem Ethereum können Sie auch ein Ethereum kaufen. Was heißt das? Was ist das? Ich kenne nur Ethereum Bitcoin ist und das. Dogecoin. Okay, Ethereum ist das also auch so wie Bitcoin. Also es ist eine Kryptowährung. Ach Aber es ist so. mehr billiger. Das ist mehr billiger, aber. Dogecoin, also Ja. Dogecoin ist also 50 Cent. Ist was Also bitte? Dogecoin ist also. Warten Sie, ich schaue mal. Also 50 Cent Wie viel? ein Stück. 50 Cent pro Stück. 50? 50. Ein Dogecoin? Ja, Das sind die aber Dogecoin. mächtig gestiegen. Als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es 4 Cent gewesen. Ja, aber jetzt ist 50 Cent.
Wirklich? Muss ich gerade selber ja, mal gucken. Normalerweise, die werden, was da ja, die werden steigen, natürlich. Das Bitcoin war auch 20.000, aber jetzt ist 50. Hava? Bitcoin? Ja. Bitcoin? Ja. Ja. Vor ein Woche oder zwei Wochen, es war 20, also 27.000. Ja, sowas. Und jetzt ja ist 50.000. Also ich habe gerade mal geguckt, der Dogecoin ist bei 4 Cent. Ich weiß ja nicht, wo Sie da geguckt haben. Dogecoin? Dogecoin. Ja. Also, ich werde es für Sie buchstabieren. D wie Dora, O wie Otto, G wie George, E wie Emil, C wie Cesar, O wie Otto, I wie Ina und N wie Nordpol. Ja, Dogecoin, das mit dem Hündchen ja, drauf. Ja, es ist 0,050 Cent. Ja, wo guckst du denn danach, Junge? Erzähl mal. Wo gucke ich danach? Ja, was haben Sie wo für eine Quelle? Sie? Ich bin bei coinmarketcap.com. Nein. Doch. Ich schaue es bei investing.com. Naja, wenn du, sag ich mal, wenn Sie da 46 Cent Bearbeitungsgebühr haben, dann lohnt sich das ja nicht. Nein, nein, nein. Doch, doch. Investing.com, es ist in der echten Zeit. Da können Sie in der echten Zeit schauen. Ja, das ist auch in der echten Zeit. Kryptowährung. Ich guck da mal, also, investing.com? Investing.com, ja. Ja, das ist gut. Investing.com. Da können Sie alle Kryptowährungen schauen. Ja, ich schau mir das gerade mal an. Das kommt mir alles sehr spanisch vor. Sprechen ja. Sie Spanisch? Un poco. Das ist gut. So, Dogecoin. Dogecoin. Ja. Ja. Dogecoin und US-Dollar. Jetzt gucken wir mal. Ja, 0,05 ja. Cent. Das sind 5 Cent und nicht 50. Also ein Finanzberater sollte man ja schon zutrauen, dass der Zahlen Folgen lesen kann, oder nicht? 50 Cent. Nee, 5. In Berlin gibt es sicher eine Volkshochschule, da können die Ihnen das beibringen. Ich brauche gar nicht, vielleicht brauchen Sie das. Naja, wenn Sie nicht zwischen 5 und 50 unterscheiden. Das ist 50 können, Cent, Mann, nicht 5 Cent. Verstehen Sie natürlich, das? Natürlich, 0,05 ja, ist 0,050, ja. 0,05, das sind dann 5 Cent und nicht 50, du Knallidiot. Das ist kein Bitcoin. Was, wenn Sie das nicht wissen? Das ist Dogecoin. Wo bist du abgehauen, sag mal? Wirst du irgendwo vermisst ja. In einer Forensik oder im Knast irgendwo? Vor der Ziege, ich verstehe, dass Sie ein bisschen, haben Sie Lust. Ich habe richtig Lust. So, zum Sprechen, aber ich habe keine Zeit mit Ihnen zu verlieren, verstehen Sie? Müssen Sie Ihre Konto aktivieren oder müssen Sie nicht? Es ist ganz einfach. Puta madre. Haben Sie gelernt, so wie zum, man zu beleidigen, ja? Ja, natürlich. Das ja, ist, gut. Das Einzige, freut was mich. Man, das Einzige, was man zu dir sagen kann, guten Gewissens. Ja. Also eigentlich gar keine Ehre. Was sind Sie nochmal? Ich bin Maulwurf von Beruf. Was sind Sie? Maulwurf. Maulwurf? Was ist das? Das ist das Tier im Garten. Sie kennen ja nicht mal das Finanzberater. Also, das verstehe ich schon. Verstehe schon, wieso Sie so hart sind. So. Ja, noch keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasche. Zu der Kategorie gehörst du. Interessiert mich nicht. Ja, das weiß ich, dass dich das nicht interessiert. Ich brauche Ihnen keine so Gedanken zu geben vor der Ziege. Sie sind so... Wie kann man das, wie heißt das Wort? Ich habe es vergessen. Ja, du kennst kaum Wörter, das habe ich schon gemerkt. Wissen Sie, was Pisterpüt ist? Nee, nicht wirklich. Ich spreche kein Idiotisch, tut mir leid. Idiotisch, also tut mir leid, dass Sie nicht verstehen. Ja, das ist schrecklich. Du bist ein Pisterpüt, Mann. Verstehst du das? Ja, und du bist ein scheiß Betrüger. Du bist gerade live bei YouTube. Du bist ein Pisterpüt. Du bist gerade live auf YouTube. Möchtest du jemanden grüßen, du kleines Arschloch? Ich bin kein Schwul, so wie Sie. Ist deine Mutter stolz auf dich, dass du so eine Arbeit machst? Die schämen sich meine doch Mutter. Alle. Ja, die schämt sich meine doch Mutter. Bestimmt. Ist deine Mutter stolz, dass sie mit Leuten so reden? Ja, natürlich. Meine Mutter ist stolz, natürlich? Dass ich Telefonbetrügern die Zeit wegnehme. Was für ein Betrüger meinen Sie? Na dich, wenn sonst?
Ist hier sonst noch einer in der Leitung und die ganzen anderen Figuren, nein, die dabei sitzen? Nein, der einzige Betrüger hier, Herr Vorderzieger, sind Sie. Ja, ich betrüge dich um deine Zeit, ja, und das ist völlig legitim. Also auch egal, wenn jemand Ihnen anruft, vielleicht Freunde oder keine Ahnung, Sie werden sofort ihn beleidigen, weil Sie ihn verarschen und so. Nein, Sie denken so, deswegen, also ich verstehe nicht bis jetzt, Sie sagen, dass Sie 71 Jahre alt sind. Ich habe dich verarscht. Aber ich weiß noch nicht. Gott weiß es, aber wieso sind bis jetzt die nicht gestorben sind? Im Zweiten Weltkrieg oder so? Du bist... Hey, hallo, hier ist Dimitri. Guck mal, du bist Finanzberater, du bist so dumm. Du weißt nicht mal, wann der Zweite Weltkrieg war, obwohl ihr da auch mitgekämpft habt, ja, in Italien. Ja, aber du bist ein Hurensohn, du bist doch. Nein, ich bin Russe, blöd. Zucker. Du bist ein Zucker. Dein mir ja Wodka, Hundesohn, blöd. Ja, Pemti Maiko. Verschön nachwirken. Ah, guck mal, das kannst du. Kannst nichts richtig, aber fluchen kannst du. Du bist ein ganz kleiner Schwanz, bist du. Hast du nichts Besseres zu tun? Hast du nichts Ja, ich bin ein Schwein. Warum? Weil ich dir die Zeit stelle, du Arschloch. Du bist Wuchtel. Wuchtel bist du. Hast du keine Eier. Blablabla, so kannst du mit deiner Familie reden. Ich hab dir fast eine Stunde Zeit geklaut, Blade. Ist das nicht gut? Okay. Fast eine Stunde Zeit. Was soll ich dir sagen? Von 1 bis 10. Wie viel schwul sind Sie? Minus 2. Und du? Minus 2? Du weißt doch, in Russland. Minus 2 wollte ich sagen. Ja, minus 2 habe ich gesagt. Du weißt doch, in Russland ist sowas verboten. Herr Vorderzieger, plus 2? Nein, minus. Aber du bist ja der Zahlenmensch, der nichts mit Zahlen versteht. Nein. Du kannst ja sagen. Nein, du hast plus gesagt. Plus 2. Du, ich kann nichts dafür, musst du mal die Nutella aus dem Ohr nehmen, dann kannst du auch verstehen, was andere Menschen zu dir sagen, die Nachhui. Kannst du mal deine Mutter fragen, was sie sagen? Meine Mutter würde dir sagen, bring ihn um. Als du. Wie viel verdienst du am Tag mit deinem Betrug? Wie bitte? Wie viel verdienst du am Tag mit deinem Betrug? Fragezeichen. Diese Frage kannst du deiner Mutter stellen. Nee, meine Mutter geht ehrliche Arbeit nach, die macht Babuschka, ist in Handarbeit. Ist kein Problem, wenn sie nach zu Hause abends kommt, kein Problem. Wenn sie nach zu Hause abends kommt, blöd, geh mal zur Schule, du Junge, du sprichst wie Meerschweinchen. Was sind Sie? Meerschweinchen? Meerschweinchen sind gute Tiere. Die Maiko, Zucker. Ja, Zucker, jetzt tu nicht so, also Präsident Zucker. Putin kommt dich holen. Du bist ein Fils de Pute. Ja, was? Nicht honorable Genealogique. Ach, jetzt versuchst du es mit Französisch oder was? Du kannst so wie ein Schwulmann, rede an deinen normales Mensch. Ein normales Mensch, willst du mir Sprache beibringen oder was? Du ja, bist natürlich, so ein kleiner Existenzen, blöd. Und ich kann auch, hallo, mein Name ist... Was ist blöd, schwul? Stopp, mein Name ist Rajankan Bandu, I'm from India. Interessiert mich gar nicht, wie du heißt oder wer du bist, Hurensohn, verstehst du? Do you speak du bist English? So ein Penner, der Flasche auf der Straße sammelt. Sir, stopp, du Hurensohn. Stopp, ich spiele... Stopp, I'm another person, do you speak English? Do you speak English, sir? No, I don't speak... I speak your mother's language. But what, why? You speak Indian? Yeah. Ben Kalara Ben Jut? Terry Maki Jut? Terry Maki Jut? Tukutukutuk? Tantri Kentashi ki limele ho, oli meri gut. Very good. Doli meri gut. Ich hab keine Zeit, mit solche Arschlöcher so wie sie zu verlieren. Your life on YouTube right now, Ben Jut? My life from YouTube? Life don't see too much YouTube. Don't my friend, go outside, see the world. Don't see too much YouTube, don't see too much movies. Because you're going to go crazy. Oh, you're the crazy one. Go fuck yourself. You're trying to scam the people on the internet. I don't know why you are still alive. Why don't you go die? Oh, I will die. I will die when the holy cow tell me to die, I will do it. No, look, the problem is... For people like you, it don't have place in heaven. You're scamming the people and you're telling me there's no place in heaven for me? You're a very sad person. You're very sad. I don't give a fuck about person like you, about people like you. That's very good. I got everything recorded. I will post your webpage, your name, your email. I have everything recorded yet, but I will put a recording on YouTube. So everyone who googling your email or your web browsing address will find it and will know that you are scamming the people. Nobody will buy your bullshit. I don't give a fuck. I know you don't give the fuck. I don't care. You don't care. You don't care about anything. Yeah. Blä, du bist so ein schlechter Betrüger. Was kannst du überhaupt richtig machen? Hast du schon mal eine Ausbildung gemacht oder eine richtige Arbeit? Kannst du deine Mutter fragen nochmal? Ne, was hat meine Mutter nichts mit dir zu tun? Wenn du keine Argumente hast, kommst du mit deinen billigen Muttersprüchen. Ja. Du kannst überhaupt nichts, Blade. Was ist mit dir? Bist du geschlagen worden als Kind?
Kannst du mal normal sprechen? Mach ich die ganze Zeit, Bled. Was machst du die ganze Zeit, Ble? Was ist das, Ble, Ble? Mit wem sprichst du? Mit deinem Kollegen? Mit dieser Hurensinne? Mit dieser Arschlöcher? Ja, ich rede mit dem Inderen. Ble, was heißt Ble, Mann? Das bist du. Wie lange musst du heute arbeiten? Ich weiß nicht, wieso hat Merkel Hurensinne, so wie du oder die andere in Deutschland erlaubt zu leben. Das musst du gerade sagen. Im Gegensatz zu dir, Mistvogel, gehen wir alle ehrliche Arbeit nach. Ja. So eine wie du, der gehört eingepackt und abgeschoben. Was anderes gehört mit dir nicht gemacht. Du bist ein Hurensohn, die umsonst lebt, verstehst du? Du bist ein Hurensohn, der davon lebt, dass er Menschen am Telefon sein Geld wegnimmt, du Bastard, du hässlicher Wichser. Du bist ein Hurensohn, der umsonst lebt, verstehst du? Abends du bist ein Bettler. Du bist ein Bettler. Um die Flasche zu sammeln, damit du das verkaufst und morgens ein bisschen essen. Ein bisschen essen, ja, natürlich. Ja, Hurensohn. Du bist, gib mir mal deinen Chef, du Schwein. Ich geb dir meinen Schwanz. Ja, gib her, komm. Damit du es lutschen kannst. Komm nach Aber Hamburg, nein, ich schlag dir die Schädel. Du hast deinen Mund nicht sauber gemacht. Ich kann es dir nicht geben. Nee, mein Mund, ich bin immer noch voll Kotze, weil das so widerlich ist, was du mit den Menschen machst. Scheiße. Ja, scheiße, ne? Wenn man, es gucken gerade 1300 Leute. Kannst du mal Tabasco-Fanatikerin okay, grüßen? Sagen Sie mir etwas. Was soll ich dir sagen? Hallo? Sagen Sie mir nur etwas, bitte. Was denn? Von 1 bis 10. Oh, der Spruch ist alt, den hast du schon gebracht. Warten Sie, von 1 bis 10, wie viel Stück Scheiße sind Sie? Minus 3. Okay, aber, nein, aber warten Sie, geben Sie eine richtige Zahl, ja? Ja, minus 3, das sind mathematische Zahlen, aber ich weiß nein. Ja, du bist Finanzexperte, nein. Du kennst weder Plus noch Minus. Nein, Sie sind falsch. Wieso lügen Sie dann? Wer lügt hier? Ja, Sie lügen. Wieso haben Sie gesagt, vorher haben Sie gesagt plus 4, jetzt sagen Sie minus 3. Wenn du nicht mal Gedächtnis von 5 Sekunden hast, solltest du dir vielleicht Arbeit suchen, so irgendwie du? Toilette putzen warum oder so. Warum lügst du denn? Okay, warum lügst du? Ich lüge nicht. Ich bin der ehrlichste Mensch auf YouTube, Blöd. Von 1 bis 10, wie viele Hurensohn sind Sie? Ich kaufe mir keine Abonnenten, ich kaufe mir keine Kommentare, ich bettle nicht bei anderen Leuten um Werbung. Fünf? Aber so Leute wie du sind die beste Werbung, die man auf YouTube haben kann. Echt vielen Dank, Blöd. Wie war Ihr Name nochmal? Auf YouTube heiße ich Telefonziege, kannst du ja gucken. Wie? Ihr Name, wie heißen Sie? Dimitri. Nochmal? Dimitri. Ich kann Ihnen nicht hören, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ihr nehmt den Schwanz aus den Ohren. Ein bisschen lauter, bitte. War das laut genug, du Hühnchen? Sind Sie vielleicht behindert? Wahrscheinlich schon. Haben Sie den Ausweis schwer behindert? Nee, ich habe 13 verschiedene Persönlichkeiten, das würde wahrscheinlich auch zählen. Und du? Also, deswegen sind Sie behindert. Nee, ich würde eher sagen, mental angepasst an diese verrückte Welt momentan. Okay, können Sie mir sagen, schwören Sie bei Gott, dass Sie nicht behindert sind? Nee, ich glaube nicht an Gott, dann werde ich auch nicht auf ihn schwören. Glauben Sie nicht an Gott? Nein. Also, tut mir leid, dass ich meine Zeit mit deinem Hurensohn so wie du bis jetzt verschwunden habe. An welchen Gott glaubst du? Aber es ist umsonst. Es ist umsonst, mit jemandem einen Hurensohn wie du so zu sprechen. Nein, das Gute ist, in der Zeit, wo du mit mir sprichst, kannst du keinen Leuten ihr Geld wegnehmen. Du glaubst nicht an Gott, daher? du lebst unter den... Keine Ahnung, du lebst auf der Straße, kein Gott. Ja, wieso lebst du umsonst, Mann? Ich lebe auf der Straße und habe hier Computer und warum Telefon. Lebst du denn? Ich sitze bei McDonald's und habe da mein Büro aufgebaut. Warum lebst du? Ich lebe, um Leuten wie dir die Zeit zu stellen, damit die kein Geld verdienen. Warum lebst du? Warum lebst du? Um Leute zu verdienen? Ja. Ich? Du bist ein Dieb, Blöd, ein Bettler. Gib mir mal das Frau, was da rumschreit. Was? Gib mir das Frau, was da rumschreit. Es gibt keine Frau hier. Natürlich. Und du weißt wahrscheinlich nicht mal Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn du nicht Plus und Minus kennst, Blöd. Nein, wo finden diese? Können Sie mir das zeigen? Nee, geht nicht, ich bin ein Kerl, sonst würde ich hier zu Hause runterlassen. Aber mal ohne Scheiß, ich telefoniere jeden Tag so mit 20, 30 Callcenter und überall sitzen nur die allergrößten Vollidioten. Wo kommt ihr her? Gibt's irgend so Tauschbörse? Ja. Nach 200 Anrufen werden die entlassen manche, und durchgetauscht? Also manche von denen kommen aus Russland, die sind Russen. Deswegen sind die auch die so behindert. Ja. Beleidigt seinen eigenen Kollegen. Ja, du bist schon ein armes Mensch. Ja, die kommen aus Russland, Mensch. So wie du, Hurensohne.
Na, jetzt bist du auch noch rassistisch, Ja. blöd. Bist selber hier eingewandert und bist Natürlich bin ich rassistisch, blöd. rassistisch. Ich bin ein Nazi. Du bist ein Nazi, das ist richtig Ja. cool. Was für ein Nazi bist du? Bist du eher Strasser oder bist du eher Ich bin Hitlerist? ein Nazi, die Leute so wie du und vorher die alle gefickt haben. Verstehst du? Oh, was meinst du, wie cool das ist, wenn ich dann eingebe hier So wie du, Hurensohn. Ja, blöd, warte doch mal, ich gebe hier, Ja, ble, weißt ja, du, ble, ja, ble. Was ist ja, ble, ja, ble? hör mal, Ja, weißt du, ble. ich nenne dann solidstocks.com, Nazis am Telefon, so nenne ich das Video. Ja, richtig. Und jeder, der solidstocks.com bei Google eingibt, wird mein Video finden und wird wissen, dass man mit Leuten wie euch nicht Geschäfte Ja, machen soll. richtig. Ja. Richtig cool. Du machst deine eigene Firma, machst du Ja. kaputt. Super Arbeit. Ja. Du könntest fast selber mit Scambaiting anfangen. Denkst Also du wirklich, dass unsere Firma mit Leuten so wie du zu tun haben? Oder ja, denkst du hast du jetzt wirklich? zwangsläufig, dadurch, dass du dich hier so schön vom Stapel lässt, das werden ganz, werden viele hunderttausend Leute werden dieses Video sehen und die werden alle schlechte Bewertungen lassen. Interessiert keiner, Herr von Na der doch, Tüte, verstehen Sie? jeder, der investieren will, wird Interessiert doch keiner, gucken. weil Leute, wenn Sie das nicht wissen, Leute haben andere Sachen zu tun. Verstehen Sie, die leben in einer echten Welt. Ja, so wie Verstehen du, Sie, die der Leute schauen am nicht den ganzen Telefon Tag absorbt. YouTube, so wie Sie, oder bleiben umsonst zu Hause und leben, essen, einfach so, Ach, du umsonst. isst nicht, du bist Verstehst du? Roboter wahrscheinlich, oder? Mit Nein, ich bin nicht einprogrammiertem Roboter. Ich lebe den Leben, verstehst du? Ja, Leute abzocken Ich ist für lebe nicht dich einfach Leben, umsonst. blöd. Jeder herzensgute, Ja. ehrliche, ehrenhafte Italiener würde dir den Schädel einschlagen, so ein Schwein wie du bist. Nein. Doch. Falls wenn Sie das nicht wissen, die Italiener sind geboren, um Leben zu leben. Verstehst du? Ja, aber Menschen betrügen und Geld stehlen ist kein Leben. So richtige Italiener würde dir auf Nein, die Sie Schnauze hauen, betrügen weil du. keiner. Vielleicht das denken Natürlich. Sie. Das Das. ist Ihre Entscheidung, das ist Ihre Meinung. Ja, guck mal, wie du redest, was du für ein Mensch bist. Du sagst, du bist Finanzexperte, du kannst nicht Der bis Einzige, 5 der zählen. hier gerade betrügt, sind Sie. Ja, ich stelle dir die Zeit, da stehe ich ganz offen Das, dazu, aber der Leute wie du Einzige, haben das auch verdient. der Einzige, der betrügt hier ist, sind Sie. Du bist Betrüger. Du nimmst Leuten ihr Sie sind Geld weg. Betrüger. Sie sind Ich Betrüger. stelle nur Zeit, das ist legitim, das ist wie Robin Sie sind Hood. Betrüger. Also, Ja. ich könnte dir meine Zeit in Rechnung Sie sind stellen. Robin Hood. Ich bin Robin Robin Hood. Hood. Du bist Robin Scheiße, Mann. Was ist Robin? Ich bin Robin Hood. Ich Bitte, nehme dir die Zeit weg und spare Leuten damit bitte viel bringen Geld Sie und viel nicht. Ärger. Das ist meine Aufgabe. Sie nehmen mir keine Zeit. Verstehst Na du? Das doch, ist mein Job. seit über einer halben Und Stunde der kannst du Kunde, keinen meine Leuten Geld Kunde wegnehmen, du genießt dann. Vollidiot. Ich nehme kein Geld von keinen Leuten weg. Natürlich nimmst du Leuten das Geld weg. Nein, ich nehme von keinen Leuten kein Guck Geld mal weg. auf Trustpilot, Vielleicht. gib mal deine Internetadresse bei Google ein, guck mal bei Trustpilot. Das ist eigentlich schon weit genug bekannt, dass ihr Betrüger seid. Und dank diesem Nein. Telefonat wird es jetzt wahrscheinlich auch der Letzte verstehen. Interessiert keiner. Verstehen Sie Das das? wirst du schon merken, du kannst ja Sie mal. nehmen kein Geld von keinen Leuten. Na Das doch. denken Sie Das ist oder das erwiesene sagen Sie Ihrer Tatsache, Meinung. blöd. Idi Sie sind behindert. Ich verstehe schon, schwer behindert mit Ausweis. Das ist ein Problem. Ein Nazi, der was gegen Behinderte hat, ein Betrüger ist. Ja. Ich weiß gar nicht, was am Ja. besten in den Titel passt. Wahrscheinlich nicht Nazi, weil das Wort mag YouTube nicht. Was? Wenn ich Nazi in den Titel schreibe, das ist nicht gut, weil YouTube mag das Wort nicht. Verstehst du? Sie können Ihrer Mutter schreiben. Ja, ich schreibe ihr einen Brief und sage, Mama, ich habe heute wieder 10 Betrüger davon abgehalten, Menschen Ja, das Geld schreibe Sie da. wegzunehmen. Mama, Dann schickt sie ich mir habe. einen Kuchen. Ich hab deinen Facker gefunden, schreiben Sie. Du hast den Facker gefunden? Ja, der ist gerade am Telefon. Ein kleiner Facker. Ich habe deine Mutter Hast du eine Ausbildung gefickt. gemacht? Irgendwann mal richtige Arbeit gelernt? Ja, Oder ich warst habe du mit dein deiner Leben Mutter lang eine getötet? Ausbildung gemacht. Das ist Weißt du das noch nicht? diese Hey, warten Sie Muttersprüche mal, sind warten Sie mal, warte, langweilig. warte. Hey, lass mich mal kurz ausreden. Nein, Wenn das du ist abends nach Hause langweilig. gehst, damit, wenn du mit deiner Mutter sprichst, okay, kannst du sie mal fragen, wer dein Vater ist, okay? Du bist so eine peinliche Figur. Kannst du nichts außer deine Mutter Ich? sprechen? Natürlich, du bist peinlich. Für ganz Italien bist du peinlich. Du bist peinlich. Du lebst umsonst, Mann. Du bist ein Asozialer. Ich arbeite den ganzen Tag. Ich verarsche Was arbeitest du den Telefonbetrieb. ganzen Tag? Du bist den ganzen Tag hier. Ich Du bin bist selbst. sogar ein Hurensohn. Ich Was bin du selbst. arbeitest Ich du bin den ganzen Tag? selbstständiger Schichtarbeiter, Was für selbstständig bist du, Mann? Ich bin selbstständiger Für Leute so wie du. Schichtarbeiter. Soll ich dir meine Adresse Schau geben? mal. Kannst du zu mir nach Hause Was für kommen? eine Adresse, Mann? Was für selbstständig bist du? Kommst du Du zu bist mir ein nach Hause, Hurensohn, Blöd? der auf Kommst du mir der nach Straße Hause?
Was soll ich zu dir zu Hause kommen, Mann? Kommst du mir nach Hause? Du hast kein Zuhause. Doch, ich hab Zuhause. Ich schlag dich tot. Komm zu meiner Adresse. Was hast du zu Hause, Mann? Komm, ich geb dir meine Adresse. Du hast kein Zuhause. Du warst nach. Hallo? Hier ist wieder der alte Mann. Sie sind ja sehr unfreundlich. Ja, also jetzt dein Finger in den Arsch gesteckt, damit du so reden kannst? Nee, ich hab da schon einen Schalter, den kann man drücken. Achso, hast du einen Finger in den Arsch gesteckt, damit du so reden kannst? Hallo? Also hier ist ja, der Dorian, also wenn du Popo-Spielchen machen willst, dann können wir da gerne drüber reden, aber bei so dreckigen Typen wie dir, da verlange ich mehr Geld als normal. Okay, stecken Sie jetzt drei Finger, damit Sie es ändern können. Nee, also soll ich die Webcam anmachen? Möchtest du zugucken? Hallo? Wie heißt du nochmal? Dorian. Wie heißt du? Ich heiße Dorian. Nochmal? Dorian. Beschreib dich mal, bist du ein hübscher, knackiger Italiener? Hast du einen tollen Popo? Kann ich dir das doch mal sagen? Hast du einen tollen Hintern? Kann ich jetzt noch mal wiederholen? Ich kann ihn nicht so gut hören. Ich habe gefragt, ob du einen tollen Hintern hast. Ich stehe auf Italiener. Also, es tut mir leid, aber ich kann leider nicht mit Hürensöhner und Aschlöcher und Schwuler sprechen. Verstehen Sie? Warte mal, dann gebe ich dir noch mal jemand anderen. Kleinen Moment bitte. Kamerad, ich habe gehört, Sie sind ein Nazi. Hier spricht Adolf Hitler, wie ist Ihre Dienstnummer? Meine Kameraden, verpiss dich! So sprechen Sie nicht mit dem Führer. Was ein Mistkopf, dieser Typ! Guck mal, sowas ist Finanzmanager, bezeichnet sich selber als Nazi, kann nicht zwischen 0,05 und 0,50 unterscheiden, kann nicht zwischen Plus und Minus unterscheiden. Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Verrückten, da wird's noch genug von geben.